Unser lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist und dass du uns versprochen hast, dass wir uns ganz in deine Hände legen können und dass wir uns dir komplett übergeben können. Wir sind heute alle hier, weil wir dich lieben und weil wir gerne mit dir zusammen sind. Wir sehen aber auch, dass uns im Alltag, tagtäglich, in allen Situationen viele Dinge beschäftigen und uns auch von dir wegziehen. Und häufig ist es schwer, auch dir ganz treu zu sein. Wir bitten dich, dass du uns stärkst und dass wir durch diese Gottesdienste gestärkt nach Hause gehen und dass wir dir ganz treu sein können. Wir wollen das tun und wir wollen aber auch die Kraft bekommen, diese Überzeugungen auszuleben. Segne du jetzt den Gerhard, der diesen weiten Weg mit Tobias auf sich genommen hat. Segne du diesen Sabbat, dass wir eine schöne Predigt haben und eine schöne Andacht heute Nachmittag und hilf du uns, dass wir aus diesem Gottesdienst gestärkt nach Hause gehen. Das bitten wir dich in deinem Namen. Amen. Ich habe in München eine Abbruch-Erdbaufirma. Das, was andere aufbauen, demoliere ich. Stehe oft im Weg mit so dicken Teilen. Und für mich ist Leben mit Gott etwas Ausschlaggebendes. Was hält uns hier noch auf Erden? Was geht dir und mir nach? Warum sind wir heute hier? Was bewegt dich und mich im Alltag? Und ein Prinzip, was Gott uns gegeben hat in der Bibel, in Jakobus 1, ab Vers 13, was Gott uns hilft zu verstehen, um was es geht. Jakobus im ersten Kapitel, ab Vers 13, was zieht uns denn im Alltag? Jakobus Kapitel 1, ab Vers 13 steht, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor, die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott kann nicht versucht werden. Warum ist die Menschheit so unterwegs, dass immer der andere schuld ist? Ich durfte zur Jahreswende in einem Land sein, das erste Mal, wo wann Tsunami war. 26. Dezember 2004. Dann am nächsten Werktag gab es eine große Zeitung in Deutschland, wo oben und unten komplett schwarz war. Kann man heute noch, Streicheltier, nachschauen. Macht doch nichts, kein Problem. Ist doch spaßig. Denkt doch nichts, dann fehlt doch nichts. Aber schau mal, wie es ist. Und da war eine große Tageszeitung oben und unten schwarz und waren drei Wörter drauf. Was hat die Tageszeitung draufgeschrieben? Wo war Gott? Dann können Sie fragen, wo Gott war, wenn das passiert, wo niemand mit gerechnet hat, wo niemand einer wollte. Keiner wollte, dass Tsunami so viele Menschen sterben mussten. Und da wird gefragt, wo war Gott? Da wird nie gefragt, ob Satan zugeschlagen hat. Da wird nie gefragt, ob ein anderer schuld ist, sondern immer, wer ist schuld? Komisch, das haben wir auch schon gelernt. Warum ist er nicht mehr Gott schuld? Was haben wir gelesen? Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemand. Wer versucht uns denn dann? Wer gaukelt mir denn so, wie so ein Pfiffi so ein Würstel vorgezogen wird, so dem anderen immer vor, na, als anderes mal besser? Haben deine Schulkameraden sowas? Schon etwas, was du nicht hast, was du haben möchtest? Hat deine Freundin etwas, was du nicht hast, was du haben möchtest? Naja, ich möchte nicht Mäuschen spielen. Aber ist immer das, was das andere hat, wichtiger? Gibt es sowas? Hat der andere ein anderes Auto? Du darfst heute in einem schönen Auto fahren mit Strom. Ja, Mann, oh Mann. Das erste Mal. Macht nichts aus. Aber
Naja. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir um mit etwas, was der andere hat? Wie schlimm ist es, wenn Jugendliche erleben müssen, wenn der Wunschpartner jemand anders bekommt? Das sitzt voll tief. Wenn du jahrelang auf jemand wartest und dann hat die andere Person den weggeschnappt. Wo war Gott? Wenn etwas ist, was damit nicht rechnest, wenn etwas passiert, ob es den Hasen erwischt hat, was nicht sein wollte, dass man heute noch nachgeht. Ich weiß heute noch die Stelle, wo das passiert ist. Ich weiß heute noch, wie das, so wie ein Film, wie das heute noch abgelaufen ist, obwohl es schon über 30 Jahre her war, 35 Jahre. Es geht mir heute noch, kann doch nicht wahr sein. Und sowas vergisst du nie. Wie gehen wir damit um? Wenn wir aber wissen, dass Gott nicht versucht werden kann, dann ist die Frage, warum es momentan so ausschaut, dass Gott für alles schuld ist. Wenn etwas im Leben ist, mit dem wir nicht umgehen können, was machen wir dann? Ich frage immer gern so direkt, das letzte Dreivierteljahr, was alles passiert ist, wir wollen nicht politisieren, bitte. Hat uns das zu Gott hingeschoben oder von Gott weggezogen? Persönliche Frage. All das, was du das letzte Dreivierteljahr erlebt hast, mit Maulkorb oder nicht, oder Schutz und alles gut oder nicht gut, bitte, können wir heute Nachmittag diskutieren. Oder mal beim Essen, da ist es lustiger. Aber persönlich, glaubensmäßig, hat dich das zum Glauben hingezogen oder eher vom Glauben weggeschoben? Persönliche Frage. Dinge, mit denen wir nicht erwartet haben. Wenn einer vor einem Jahr gesagt hätte, du müsstest hier mit so einem Philipp Franz rumlaufen, dann hättest du gesagt, das ist ein komischer Onkel da vorne. Und jetzt ist es Alltag. Gut oder schlecht, bitte nicht werten. Aber versteht's? Wie schnell ändert sich was? Wir wollen doch alles richtig machen. Du willst doch nichts verkehrt machen. Wir wollen doch alles gut machen, oder, liebe Kinder? Sind wir auch dabei, ja? Wollen wir alles richtig machen in der Schule? Oh, so ist recht, wenigstens nicken, das passt schon. Aber versteht, um was geht's? Und wenn wir alles richtig machen wollen, dann lesen wir weiter im Kapitel 4, Vers 17. In Jakobus Kapitel 4, Vers 17. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, denn dem ist es Sünde. Das ist schon hart, Sünde. Wenn ich weiß, was zu tun und tue es nicht, dann ist es was? Sünde. Wie geht denn das? Was habe ich denn vom anderen? Der andere muss doch seinen Schmarrn selber machen. Was geht mich der andere an? Hab doch selber genug Probleme, oder? Hab doch selber meine Haustüre. Kann man heute dem anderen noch helfen? Bin ich noch bereit, Zeit über den Topfrand drüber rauszuschauen? Bin bei Les Barros Kinderhilfe mit tätig. Ohne Schleichwerbung, aber Afrika hat mir geholfen, Dinge anders zu sehen. Wer einer ein Problem heute hat und mit der Welt nicht zurechtkommt hier in Deutschland, bitte beim nächsten Mal, wenn man wieder mal darf, dabei sein. Einsatz. Ich war schon 3 Monate unten. Verschiedene Baueinsätze. Da lebst du das Lernen anders. Da siehst du auf der Straße ein lustiges Auto fahren, Schlitten mit 60.000 Euro. Und daneben sitzt eine Frau mit Kind und flennt und weiß nicht, wie es weitergeht. Das ist krass. Das ist Gaga. Da gibt es keine Sozialversicherung nicht. Der eine so, der andere so. Wie haben wir vorher gehabt, hoch und tief ist oft sehr nah beieinander. Und du als Europäer musst damit zurechtkommen. Der eine weiß nicht, was er machen soll. Auto, Radio auf und alles so. Und der andere, die andere weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist krass. Und wie gehen wir damit um? Wenn ich weiß, Gutes zu tun und tue es nicht, was ist denn unser Trachten und Sinnen heute noch? Was ist denn dein und mein Wunsch noch? Liebe Jugend und Kinder, was ist das nächste Mittagessen oder was ist das nächste, was kommt? Hört ihr endlich da oben auf, dass wir heimkommen? Oder was ist mein Trachten? Was ist mein Sinnen?
Für was sind wir hier? Was machst du und ich mit meiner Zeit? Was machst du und ich mit meinem Wissen? Was machst du und ich mit meinen Mitteln? Ich habe irgendwie so etwas Komisches heute gehört, dass die Gemeinde geschlossen werden sollte wegen den Baumaßnahmen. Nee. Im Haggai steht ein Text: Wir wohnen in getäfelten Häusern und das Haus des Herrn, das Haus liegt brach. Oder kennen wir den Text? Da haben wir es noch. Aber wenn ich nicht mehr kommen darf, dann ist es so, ich bin weit weg, also die Verfolgung ist weit weg. Okay, Aachen, München ist schon ein bisschen auseinander. Aber Geschwister, in meiner Gemeinde geht das nicht. Da war mal bei uns in der Gemeinde so ein grüner Teppich und auch Sitze mit Rot. Ja, Gaga, die Farben, schlimm. Aber wer sitzt denn auf dem Stuhl? Du? Ich? Wer zahlt den? Ja, die Vereinigung der Bauvereine. Ja, die braucht man nicht. Sondern, wer ist denn die Gemeinde? Der Prediger, der macht Mission, oder? Die Vereinigung macht Mission. Wer ist denn die Gemeinde? Bist du und ich die Gemeinde? Wer ist die Gemeinde? Ich könnte mir nicht ein Haus bauen oder Auto kaufen, wenn meine Gemeinde da habt. Vor kurzem hat einer gesagt bei mir, jetzt wird wieder anstrichfällig. Ich sage, ja gut, eigentlich hast recht. Nächstes Jahr im Frühjahr müssen wir wieder streichen. Machen wir das? Sind wir die Gemeinde oder die anderen? Nur so eine Frage. Wenn ich nächsten Urlaub mache, darf der 2.000, 3.000, 1.000 Euro, 500 Euro kosten, egal. Das macht nichts, oder? Kann ich auch mal Urlaub auf Balkonien machen? Was ist Balkonien? Kennen wir das? Zu Hause machen und gibt 1.000 Euro der Gemeinde. Muss das nächste Auto 80.000, 60.000 Euro kosten? Kann ich auch eins für 10.000, 20.000 kosten? Stecke ich die 20.000, 30.000 in die Gemeinde? Was mache ich da draus? Für was setze ich mein Geld ein? Meine Zeit? Mein Wissen? Warum fahre ich heute her? Schon eine berechtigte Frage. Aber das hat mich gereizt. Ich sagte, Aachen mal zu sehen, hallo. So, der Gerd hat mir erzählt, große Familie, alle sagen, ja, da muss ich mal hin. Warum nicht? Wenn es sein darf. Und für was sind wir unterwegs? Wenn du ein Wissen hast und du kannst was, da, was machst du daraus? Sind wir die anderen schuld oder bin ich im Weg? Was haben wir heute früh in der Lektion gelernt? Das muss nicht 2.000, 4.000 Jahre her gewesen sein, denn es ging nicht ein Gramm besser als uns. Ach nee, es gibt nichts Eis unter der Sonne. Haben wir auch schon festgestellt. Und wie ging es denn damals? War das Volk denn nicht genauso etwas verbohrt, stursinnig? War denn nicht genauso unterwegs wie du und ich heute? Nichts zum Essen, nichts zum Trinken, wer ist schuld? Mama, ich habe nichts essen, die Kleider passen mir, ja, ich möchte was Neues haben. Und ich will nur ein Geschenk haben, so ein Tierchen zum Streicheln. Mit welchem Alter fängt ihr schon? Ja, ihr beiden sicher nicht, oder? Wir brauchen sowas nicht. Wenn du jeden Tag so 400, 300 Telefonate hast, weißt du, wie schön es ist, dass heute handyfreie Zone ist? Ich brauche diesen Plagegeist heute sicher nicht. Meine Kunden wissen das. Wenn um 6 Uhr das losgeht und 10 Uhr auf Nacht nicht aufhört und du musst nur immer quiek, 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 dann bist du mal froh, wenn das Teil weit weg ist. Weil es ist eine Plage. Es kann zur Plage werden. Es kann zur Sucht werden. Gutes zu tun und tue es nicht, dann ist es Sünde. Und wenn ich es heute erkenne, wenn der Gemeinde was fehlt, ist es meine Gemeinde? Bin ich hier? Oder ist es die anderen schuld? Sigi Tobler, wer es mal noch weiß, aus Urzeiten her, hat das ein paar Bücher geschrieben in der Schweiz, hat mir mal beigebracht als Jugendlicher. Selbst wenn 1.000 daneben liegen, hast du, Gerhard, nicht das Recht, dasselbe zu tun. Habe ich gesagt, was ist denn jetzt los? Ich habe doch nichts angestellt. Sagt der Gerhard, weißt du, was das heißt? Wenn die ganze Gemeinde verkehrt läuft, hast du nicht das Recht. Bumm. Wo haben wir so ein Beispiel in der Bibel? Jugend von heute, ihr beiden Schlauen hier, guten Morgen. Beim verheißenen Land beim ersten Mal antreten, wer war da, der gesagt hat, es geht, so eine dicke Traube zu tragen, so. Wer hat gesagt, wir kommen da hinein? Nun sag's. Und wer noch? Also. Wie haben die beiden geheißen? Sehr gut, so ist recht. Der Fröhle, geradeaus. Josua und Kaleb.
Jetzt mal eine Frage, haben die einen Fehler gemacht? Haben doch alles richtig gemacht. Also wenn ich Josef Kaleb gewesen wäre, hätte ich mein Zelt aufgebaut am Jordan, hätte gesagt, du, ihr liebes Volk, könnt mal reisen und schauen, was rauskommt, ich bleibe mal hier. Wenn ihr wiederkommt, dann gehe ich mit euch über den... Ach nee, so faul wäre ich schon gewesen, oder? Was hat Josef und Kaleb gemacht? Warum? Warum sind die mitgegangen? Warum haben die Gemeinde nicht verlassen? Die ganze Gemeinde war doch auf dem Holzweg. Die ganze Gemeinde liegt doch verkehrt. Die machen doch alles verkehrt, die Gemeinde, die Vereinigung, Division, Verband, wie sie alle heißen. Aber die haben was gemacht? Da haben sie auch heiße Fußsohlen gelaufen. Ist in der Wüste heiß, ihr Herren? Ja? Nicht kalt? Ne? Dann ist recht. Heiße Fußsohlen. Haben genauso Hunger und Durst gehabt. Waren genauso unterwegs wie alle anderen. Haben genauso mitgekämpft oder nicht. Haben genauso alles erlitten, was ist. Warum? Warum? Also ich als phlegmatischer Mensch habe mein Zelt aufgebaut, habe meine Füße hochgelegt und gesagt, naja, schauen wir mal, wann sie wieder kommen. Ihr habt doch nichts verkehrt gemacht. Oh, der Fehler liegt ja nicht bei mir, der andere ist doch schuld. Immer der andere ist doch schuld. Obwohl sie nicht schuld waren, sind die beiden, Kaleb und Josef, was? Mitmarschiert. Ach nee. Sind wir bereit, heute auch in der Gemeinde zu dienen, ob alles dagegen steht, ob alles verkehrt ist? Können wir trotzdem dienen in der Gemeinde? Kann ich mein Amt machen? Danke für die Musik. Danke für da vorne stehen. Wann macht die nächste Lektion? Wann bist du bereit, einmal über den Topfrand zu schauen? Oder müssen immer alle anderen das machen? Wenn Gott meine Hände segnet, was mache ich da draus? Es gibt so einen Spruch. Ich sehe einen Kunstschmied, einen Schmied, heute schwieriger Job. Wenn das Eisen heiß ist, sehr gut, sollen wir sie schmieden, denn sonst wird es wieder. Wenn Gott dich segnet und du hast gerade die 5 Minuten, gerade die Aufgabe, was machst du dann da draus? Wenn Gott dir Geld schenkt, wenn Gott dir Wissen schenkt, wenn Gott dir Zeit, wenn Gott die Gabe schenkt, super, sehr gut. Hier vorne was vorzuführen, was machen wir da draus? Warum bist du da? Platzhalter, okay, gibt's auch. Ist wenigstens warm auf dem Sessel. Ja, aber ist das alles? Ja, Entschuldigung. Wenn ich Gutes tue und ich tue es nicht, dann ist es? Ja, das fängt doch bei uns genauso an. Sind wir nicht genauso wie Josef und Kaleb unterwegs und sagen, na ja, schauen wir mal. Ist es nicht immer so? Die zwei Burschen hier. Der eine sitzt unterm Tisch, der andere sitzt oben drauf. Beide, ich glaube, das passt schon zu euch beiden. So, was ist leichter? Wer sitzt oben? Gut, wo sitzt dann du? Unten. Wer schafft es eher, den von oben nach unten zu ziehen und den unten nach oben zu heben? Was ist leichter? Na? Warum denn? Hab doch Muckis, ich heb die schon hoch. Was ist leichter? Du hast recht. Es ist immer leichter, der, der oben sitzt, nach unten zu ziehen, als der unten schon im Mist, in die Schwierigkeiten sitzt, nach oben zu holen. Das ist uns heute genauso. Wenn du im Haarfall hockst, bayerisch gesagt, wenn du in Problemen sitzt, dann ist es schwierig, den nach oben zu holen. Wenn du oben sitzt und ich ziehe an dir, dann fällst du schon runter. Ist es so im Alltag auch? Wenn du meinst, jetzt machst du alles richtig, hast dich taufen lassen, hast dich entschieden, du willst dich einbringen, du willst alles gut machen und da zieht der Alltag an einem und die Probleme und die Sorgen und die Nöte und alles so und dann macht es irgendwann mal Batsch. Und dann? Jakobus 5, Abvers 7. Jakobus Kapitel 5, Abvers 7 steht, habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Früh- und Spätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld, stärkt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahegekommen. Seufzt nicht gegeneinander, Brüder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Sieh, der Richter steht vor der Tür. Nehmt, Brüder, zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die den Namen des Herrn geredet haben. Sieh, wir preisen die glückselig, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiob habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr voll innigen Mitgefühls und barmherzig ist. Wenn jemand Bibelstunden geben darf, dann ist Hiob einer der ersten Themen.
Was soll uns Hiob denn zeigen? Wer spielt denn hinter den Kulissen? Wer hat denn am 26. Dezember 2004 Tsunami ausgelöst? Wer hat denn damals Hiob den Wind geschickt? Wer hat das Feuer geschickt? Wer hat denn die Chaldeer und Sebeer geschickt zum Rauben? Andere Völker benutzt, um einzufallen. Wer hat denn das gemacht? Ja bitte, Satan. Oder wer war das sonst? Gott hat es zugelassen. Warum? Die große Frage ist des Fragenzeichens. Warum lässt Gott das zu, dass Satan mit Hiob spielt? Ja, er sagt, aber eins darf er nicht, sein Leben nehmen. Wer hat denn die Geschwüre geschickt? Ich bin kein Arzt, nicht, aber was sind Geschwüre? Können auch Geschwüre Krebs sein? Kann Satan selbst Krebs schicken? Da juckt es auf einmal. Aber versteht's? Wenn damals bei Hiob Satan Wind und Feuer und andere Staaten benutzen konnte und selbst sogar Geschwüre schicken konnte, kann er das heute nicht auch? Was ist es dann? Was ist es dann? Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Ja, die Geduld ist schon lang. Aber was ist es dann bitte? Wenn wir erkennen, es hat so wenig Sinn und er sagt hier Ermahnung zum Ausharren. Als erstes war, Gott kann nicht versucht werden. Und wenn wir nicht Gutes tun, dem ist es Sünde. Und dann ruft er auf zum Ausharren. Ja, wie lange warten wir noch? Wenn jemand, wann haben wir den Geburtstag? Juniors. Was ist die schönste Freude? Das ist zu wenig. Wann gibt es noch was? Kommt ja bald wieder. Kling, Glöckchen, Klingelingeling. Was ist denn das? Ja, was gibt es da? Ah, das ist gut. Meine Mama hat es, jetzt wisst ihr, Mama, nichts gibt's. Also, damals hat meine Mutter mir so komische Sachen gesenkt wie Socken oder Unterhemden. Aber weißt du, was sie gesagt hat? Sie wollte nicht, dass wir nichts kriegen, dass wir nicht vor den Freunden dumm dastehen. Weil was ist dann am ersten Schultag wieder? Was hast du bekommen? Was hast du gekriegt? Ich habe Unterhosen gekriegt oder Socken. Mann, oh Mann, ey. Ja, das war pragmatisch. Warum denn nicht? Aber wisst ihr, was meine Mutter gesagt hat? Gerhard, vergiss nie, dass es nie der richtige Tag ist. Hat immer Bezug dazu gebracht. Du sollst auch was kriegen, wenn es eine Eisenbahn war oder irgendwas zum Anziehen war. Aber vergiss nie, es stimmt nicht. Wissen wir heute noch, was richtig ist? Setzen wir uns mit dem auseinander, was es ist? Und was ist uns wichtig heute? Was ist wichtig, was wir schauen? In 1. Petrus 2,1 machen wir so ein bisschen Ablauf. Wir müssen was umblättern, das ist nicht schlimm, oder? Ein bisschen umblättern. 1. Petrus 2,1. Wenn wir im Alltag stehen, steht es für 2020? Was wir jetzt lesen, oder wann steht es? 1. Petrus Kapitel 2, Vers 1 steht, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid. Ah nee, Neid und auch alles üble Nachreden. Was ist der Grundübel in der Welt? Das Grundübel in der Welt. 4 Buchstaben. 4 Buchstaben sind wir unterwegs. Was ist das Grundübel, steht in der Bibel? Wunderbar. Neid. Ist es so, wenn der andere schon ein anderes Fahrrad hat oder so ein Streicheltier hat, was machen wir dann? Neidisch werden. Ach, wenigstens bist du ehrlich. Danke dir. Sehr gut. Neidisch werden, ja, ist es so. Wenn der andere ein schönes Auto hat, wenn der andere so ein schönes Haus hat, der andere eine Frau oder Mann, Ehepartner, hat Kinder und ich habe keine. Wisst ihr, in Indien ist was passiert, wo jemand was angestellt hat, um Namen zu nennen, dass junge Frauen unfruchtbar geworden sind. Und ich bin Landwirt, hab gelernt. Jetzt bin ich auf dem Bau tätig, habe eine Abbruchfirma, eine Erdbaufirma, früher Landwirt gelernt. Wenn einer im Hof
die Frau keine Kinder nicht kriegt. Und du hast keinen Nachfolger nicht. Weißt du, was das heißt? Die Schmach und Schande, was auf dem Hof liegt, auf der Frau. Und nur weil sie Punkt, Punkt, Punkt geworden ist und deswegen unfruchtbar geworden ist, kannst du einen Hals haben. Ist es Ungerechtigkeit? Wie oft wünschen sich Ehepaare Kinder und es geht nicht? Und was ist los? Was gehen wir um? Wie gehen wir damit um? Haben wir etwas, was dem Nachbarn, dem anderen, dem Arbeitskollegen, der in der Gemeinde ist, neidig ist? Haben wir etwas, was uns stört? Ist nicht das das Grundübel, ob es das Daschall für die Dame ist? 100 Stück müssen es mindestens zu Hause sein. Oder das Brumm-Brumm für den Mann, Auto. Was ist es für euch? Wir haben kein Problem. Dann ist es gut. Nichts, sehr gut. Aber versteht, wenn der Neid bohrt, ist es genauso Sünde, als wenn du was verkehrt machst. Und war es nicht auch so, das Übel in der Welt, was die umliegenden Völker bei Israel gemacht haben, war es auch Neid? Wenn die was anderes, die Frauen hübscher waren und geheiratet worden sind, das Gut sollte dem Bann vernichtet werden und behält das Gute, war es nicht auch Neid? Und geht es ihnen damals anders als uns heute? Wie gehen wir damit um? Ablegen alle Bosheit, Trug, Heuchelei und Neid. Denn wenn wir wissen, es ist jetzt so eine Sackgasse, wir wissen, es geht nicht, wir wissen, es funktioniert nicht, ob wir Hiob nehmen, ob wir den Neid nehmen, die Probleme nehmen, was hilft uns daraus raus? 1. Petrus 2, Abvers 18. Was ist unser Vorbild? Es ist nicht, dass wir jetzt sagen, es gibt Haussklaven, weil 1. Petrus 2, Abvers 18, ihr Haussklaven ordnet euch in aller Furcht dem Herrn unter, nicht alle den Guten und den Milden, sondern auch den Verkehrten. Denn das ist Gnade, wenn jemand wegen des Gewissens vor Gott Leiden erträgt, indem er zu Unrecht leidet. Denn was für ein Ruhm ist es, wenn ihr als solche ausharrt, die sündigen und dafür geschlagen werden. Wenn ihr aber ausharrt, indem er Gutes tut und leidet, das ist Gnade bei Gott. In unseren Breitengraden, vor wie vielen Hunderten von Jahren, wurden Leute wegen einem Spruch vernichtet. Ich sage dem Glauben ab, dann haben sie gelebt. Sie sagen, ich glaube dem Glauben nicht ab, was ist dann passiert? Sind sie gestorben, egal in welcher bastialischen Form. Und wir treten heute mit Füßen das, was unsere Vorfahren hochgehalten haben. Ja, haben wir es noch? Wir treten das, was andere in den Scheiterhaufen, Guillotinen oder sonst wo umgebracht worden sind. Was einer würde im Grab sich umdrehen, wenn er wüsste, was heute los ist. Auf was schauen wir? Auf was ist es? Ist Christus unser Vorbild noch? Bisschen Gretchenfrage bitte. Ich bin nicht dagegen, dass man Masken hat. Selbst bei mir auf Baustelle hat jemand eine Maske. Bitte soll er tragen. Wunderbar. Ist alles okay. Aber wenn wir mal das Gespür, bitte jetzt nicht missverstehen. Nur mal Feeling. Haben wir Feeling? Frauen haben ein besseres Feeling als Männer, aber es ist halt eben so. Wir tappen öfters ins Zettnäpfchen. Aber das Gespür haben. Wenn es jetzt vor einem Dreivierteljahr nicht um Covid-19 gegangen wäre, sondern um Sabbat-Sonntag-Frage. Wie hätten wir uns dann verhalten? Ohne jetzt politisieren, bitte. Nur das Gespür, nur Feeling, nur mal so kribbeln lassen. Wenn wir trotzdem unseren Gottesdienst gehalten hätten wie immer, wenn wir genauso weitergemacht hätten wie immer, weil wenn Sabbat Sonntag ist, meiner Kindheit gab es noch viele Geschwister, ja, dann hebe ich das Zepter hoch, dann gehe ich ins Gefängnis, dann bin ich bereit zu sterben für den Glauben, wenn Sabbat Sonntag ist. Kennen wir das noch? Dann wäre die Mina vorgefahren. Bus, Presse, 100 Leute, die Sekte, Adventgemeinde und die Schrecklichen und Sonstiges und wir wären abgeholt worden.
Ob ich heute ins Gefängnis gehe oder morgen oder im Jahr, wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Irgendwann sitze ich sowieso. Was ist mein Trachten, Geschwister? Was ist das, was mich zieht? Aber nur mal zum Feeling. Wenn einmal die Zeit kommt, wo die Frage ist, Sabbat, Sonntag als Beispiel, nur das Feeling. Wie gehe ich damit um? Man kann es nicht vergleichen, okay, verzeiht. Aber nur mal das Gespür zu bekommen. Hat die Adventgemeinde eine große Chance verpasst? Weltweit wären wir auf Presse Nummer 1 gewesen. Gibt es keinen, der nicht wüsste, dass es eine Sekte gibt. Wie gehen wir damit um? Der Herr möge es führen. Ist Christus mein Vorbild oder das, was die anderen machen? Ist der Schulkamerad mein Vorbild oder das, was ich gelernt habe? Wie hat denn Hiob es geschafft, das Ganze zu durchstehen? Wie hat denn Hiob das geschafft, wenn Satan in Wellen ihn immer wieder angegriffen hat? Ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn meine ganzen Kinder weg sind. Ich habe 4, dem Herrn sei Dank. Ich wüsste nicht, wenn die ganze Habe weg ist. Hab's schon erleben dürfen. Was dann? Ich wüsste nicht, wie ich reagiere, wenn ich selbst Krebs kriegen würde. Was hat Hiob gemacht? Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen. Er sündigte mit seinen Lippen nicht. Er hat auch mit Gott gehadert. Ihm ging es nicht einfach. Er hat mit seinen Freunden mal, die lieben Freunde, die meinen es immer alles so gut. Wenn die anderen hier die Brille so hochschieben, ich habe schon gewusst, du hast es nicht geschafft. Kennen wir das? Und dann könnte es narrisch werden. Wenn die anderen kommen und sagen, ich habe schon gewusst, du hast einen Fehler gemacht. Und ich habe schon immer gewusst, du kannst es nicht. Dann geht es einem besonders gut. Kennen wir solche lieben Nachbarn, Freunde, Verwandten, Familienmitglieder, Geschwister, die dann sagen immer, ich habe schon immer gewusst, du machst den Fehler. Lass es stehen. Wann ist es die Chance, dass wir dagegen stehen können, ohne zu kämpfen, sondern wie, was? Ertragen. Wann sind wir ein Schwamm und wann sind wir ein Stein? Was ist es nötig, dahin zu kommen? 1. Petrus 4, 7. Wir blättern nur um. 1. Petrus 4, 7. Es ist aber nahegekommen das Ende aller Dinge. Seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. Vor allen Dingen aber habt untereinander eine anhaltende Liebe. Denn die Liebe bedeckt eine Menge von Sünden. Was steht am Anfang? Was ist nahegekommen? Also es kommt doch erst in 1000 Jahren. Wir können doch gut schlafen, oder? Es kam schon 2000 Jahre nicht, also wird es auch in 2000 Jahren nicht kommen, oder? Ja, dann schlafen wir weiter. Passt schon. Aber wenn das Ende nahe gekommen ist, wir wissen, jetzt tut sich was. Endlich geht's heimwärts. Leben wir so, dass jeder Tag einen Tag näher zum Herrn ist? Was heißt das? Das ist das Problem, wenn ich 50, wenn ich 70, wenn ich 80 bin, ist doch wurscht. Ob ich heute sterbe oder morgen, was ist wurscht. Wann fängt denn dein und mein Leben an? Hier? Das ist doch schön, wenn man viel essen kann. Aber mehr Essen brauche ich nicht, weil ich bin schon dick. 4 Kinder mehr gibt es nicht. Frau sagt, stopp. Kann nur ein Auto fahren. Ja, was fehlt mir denn? Fehlt mir was? Ja, wo fängt es denn an? Fehlt uns was? Oder ist auch das Problem dieser 4 Buchstaben unser Alltagsproblem Neid? Auf was schauen wir, Geschwister? Was ist denn wichtig geworden? Was ist denn das? Wenn es nahe herbeigekommen ist, dann ist die Frage, besonnen, nüchtern zum Gebet. Wann werden wir als Menschen besonnen? Was ist uns wichtig geworden? Haben wir eine Entscheidung getroffen für den Herrn? Auf welche Seite stellst du dich und ich mich heute? Wenn es das letzte Dreivierteljahr uns zu Gott geschoben hat oder von Gott weggezogen hat, auf welche Seite stellen wir uns heute? Hiob hat eine Entscheidung getroffen. Welche denn? Was für Entscheidung hat Hiob getroffen? Er hat Gott nicht losgelassen. Selbst wenn seine Kinder, seine ganze Habe, seine Rente, seine Gesundheit niedergeht, hat er was nicht gemacht?
Warum haben wir dann Stress, wenn der Kochtopf angemackt ist, wenn das Daschall nicht mehr ganz so schön ist, wenn die Schuhe nicht mehr die neuesten sind, wenn das Auto nicht mehr brumm brumm macht, liebe Männer? Wenn irgendwas im Wege steht, wenn das Handy nicht das Neueste, irgendwas heute, was ist das Neueste? Gibt es was Neues? Naja, ist gut, wenn wir es nicht wissen, ich weiß auch nicht. Aber was ist das Neueste? Muss immer das Neueste sein? Ist nicht unser Schulsystem so krass geworden, dass immer nur, was ist das Schulsystem, was ist das Wichtigste? Das Beste zu sein. Das Schlauste, der Erste, immer Geehrte vorne sein. Hat Jesus immer den Besten geehrt? Hat Jesus immer den Ersten, den Reichsten, die Hübscheste, den Klugsten geehrt? Sondern was hat Jesus gemacht? Lasst die Kinder zu mir kommen. Was haben wir denn für einen Glauben? Wenn wir, mir ist nachgesagt worden, bei uns gab es so einen Holztisch in der Küche. Der kleine Gerhard hat immer Folgendes angestellt. Kennst du sowas auch, ihr zwei Burschen? Auf dem Stuhl und dann auf dem Tisch. Und was macht man dann? Na, so gut, wie man es nicht weiß. Dann ist der Onkel Gerhard immer runtergejumpt in die Eltersarme. Bis ihn zu blöd worden ist, dann haben sie den Stuhl weggezogen. Dann konnte ich nicht mehr hoch. Habe ich einmal gefragt, ob die Mama den Krankenwagen gerufen hat? Habe ich einmal gefragt, ob eine Gummimatte da liegt? Habe ich einmal gefragt, ob meine Eltern eine Versicherung haben? Ich habe einfach geglaubt, mein Papa fängt mich. Und es war so schön, in die Arme von den Eltern zu segeln. Jump. Einmal, fünfmal, zehnmal. Es war so schön, als kleiner Stöpske hier und dem Eltern entgegenzuspringen. Warum haben wir dann so viele Fragen? Wenn das nicht klappt, wenn das nicht kommt, wenn das nicht geht, dann kann das nicht sein und funktioniert nicht. Kennen wir das? So W-Fragen, warum, weshalb, wozu. Damals als Kind auf den Tisch und den Papa in die Arme und es war ein Fetz. Und heute, geht nicht, mag nicht, kann nicht sein. Kennen wir das? Stehen wir uns nicht selbst im Weg? Sind wir nicht genauso wie das Volk Israel, dass wir 40 Jahre Wüstenwanderung brauchen, dass so ein drittmal so vorangeht's, es wird sich nichts ändern. Und wir sind schuld, wenn Aachen geschlossen wird. Wir sind schuld, wenn wir nichts verändern, nicht die anderen. Wenn wir die Schuld bei anderen suchen, das ist verkehrt. Wenn wir hier sitzen, dann kauft ihr einen neuen Stuhl bitte. Weil zu Hause kaufst du auch einen. Wenn wir hier sitzen, dann mache ich das Farbe weiß. Wenn mir die Farbe nicht gefällt, dann ändern wir sie. Wenn das Rot hier vorne nicht mehr passt, weil es schon abgediegen ist, dann machen wir ein neues hin. Aber wir, nicht die anderen. Und wenn wir nicht ändern etwas, dann wird sich nichts ändern. Wenn wir nicht bereit sind, bei uns selbst anzufangen, dann laufen wir am Ziel vorbei. Was haben wir für Beispiele in der Bibel? Hat Jesus sich viel mit den Pharisäern und Sadduzäern auseinandergesetzt? Er hat sie mal geschimpft und hat was gesagt, sie sind was? Heuchler, Schlangenbrut, Otternbrut, ja. Aber er hat nicht mit ihnen viel diskutiert. Hat nicht mit sich Stunden und Tage Sitzungen sich ausgeliefert. Warum denn nicht? Weil es nichts bringt. Wenn die kanalisiert sind, dann laufen sie am Ziel vorbei, lass sie doch laufen. Du änderst doch sowieso nichts. Sondern was? Für was hat er seine Zeit eingesetzt? Was war denn der Hauptgrund von Jesus hier auf Erden? Gretchenfrage. Wie bitte? Zu verkündigen, den Glauben wieder ins richtige Licht zu setzen. Und dadurch konnte er nicht anders als helfen. Haben wir heute schon mal so eine Frage gehabt? Glaube und Werke, kennen wir das? Haben wir schon was gehabt heute, schon mal Glaube und Werke? Ja? Durch den Glauben aufs Zepter wieder hochzuheben, ins richtige Licht zu setzen, konnte er nicht anders als die Werke zu tun. Aber nicht die Werke waren die Nummer eins, sondern was? Das Reich Gottes. Die Botschaft nach vorne zu bringen. Und nicht Fülle Franz zu suchen, irgendwo die Mücke im Salat. Die Nadel im Heuhaufen. Und heutzutage ist oft so, alles andere ist wichtiger als um das, was es geht. Alles andere ist ein Problem, aber das, wo wir sind. Herr, sei mir Sünder gnädig. Was hilft uns? Täglich das Joch auf sich zu nehmen. Täglich eine Entscheidung zu treffen. Haben wir heute schon eine Entscheidung getroffen für den Herrn?
Wollen wir als Gemeinde Aachen nicht heute Entscheidung für den Herrn treffen? Und sagen, Herr, ich möchte mich auf deine Seite stellen. Treffen wir eine Entscheidung? Wer ist bereit, unter uns auch die Entscheidung zu treffen? Sich aufs Neue täglich auf die Seite des Herrn zu stellen? Mögen wir entscheiden? Dann tu's. Sind wir dabei heute? Geschwister, die Zeit ist reif. Auf was warten wir noch? Weißt du, wenn ich heute nach Hause fahre, ob ich morgen noch lebe? Ich bin auch Risikopatient. Stress und sonstiges. Ja, bitte. Aber mein Leben fängt doch ganz woanders an, bitte. Lass mir meinen Frieden. Ob ich heute sterbe oder morgen, was dabei ist. Hoffentlich hast du alles geregelt. Aber mein Leben fängt wo an? Ich möchte keine Milliarden Jahre herschenken. Weißt du, was eine Ewigkeit ist? Bei uns gibt es den Voralpen, kann man so im Herbst, wenn mal schön wäre, nicht regnet, auf so Alpen gehen. Da kennt ihr Alpen? München südlich, was kennen wir da? Alpspitze, Zugspitze, Kreuzeck und so weiter. Und wenn schön Wetter ist, dann kann man sehen bis nach München. Nennt man Föhn. Und dann siehst du so in 100 Kilometer, 80 Kilometer, 50 Kilometer Entfernung, bis 100 Kilometer, kein Problem. Und jetzt stell dir mal was vor. Wenn das die Ewigkeit wäre, 100 Kilometer zu schauen, wie viel ist denn dein und mein Leben auf dieser Linie von 100 Kilometer? Verstehen wir das? Wenn die Ewigkeit 100 Kilometer ist und schaust von der Alpspitze bis nach München und du siehst da drauf einen ganz langen Punkt 100 Kilometer weg und dein und mein Leben, ob 60, 80 oder 100 wird, ist so viel auf dieser Linie. Und deswegen regen wir uns auf für diesen Peanuts. So breit ist mein Leben auf dieser Linie von 100 Kilometer. Nur mal zum Verständnis. Und das alles andere, 99,999 Kilometer schenke ich her. Ja, sind wir tappig? Ja, ich nicht. Deswegen, auf was schauen wir? Auf was schaust du und ich? Was ist dein Trachten? Wie wichtig ist es, wenn heute einer sich noch nicht die Erwählung festgemacht hat? Und selbst wenn du getauft bist, machst du heute dem Herrn einen Neuanfang? Habe ich heute früh gestritten zu Hause? Habe ich gestern irgendwas gemacht, was nicht passt? Habe ich was angeschaut, was gegessen? Habe ich mich befriedigt? Habe ich irgendjemand was Dummes gesagt? Wo war ich unterwegs? Ist es nicht heute Zeit zu sagen, Herr, hier sind meine Hände, benutze für dein Werk? Ist es nicht Zeit heute zu sagen, Herr, sei mir Sünder gnädig? Ist es nicht heute zu sagen, Aachen, auf geht's, wir gehen voran. Die Gemeinde wird nicht geschlossen. Das kann gar nicht sein. Lieber schließt mein Haus zu Hause als die Gemeinde. Kann es sein, dass wir umdenken müssten? Kann es sein, und die sich noch nicht entschlossen haben, denselben Weg wie Hiob zu gehen, denselben Weg wie Kaleb und Josua zu gehen, denselben Weg wie all unsere Vorfahren, die hingerichtet worden sind. Und möge der Herr uns gnädig sein, auf das zu schauen, was wichtig ist. Auf ihn, der alles vorgelebt hat, wo keine Frage mehr offen ist, wo das Ziel der Ziele ist. Mein Wunsch ist, bei ihm anzukommen. Und alles andere, egal was war, egal ob die Behörde quietscht, der gelbe Brief kommt, ob das in der Schule lustig zugeht oder nicht. Was ist wichtig, Geschwister? Ich bin auch jemand, dem es gut geht. Ich bin auch jemand, der wirtschaftet, der kauft und verkauft. Aber wo fängt das Ganze an? Was unser Trachten, unser Sinnen ist. Möge der Herr es führen, dass wir auf das schauen, was wichtig ist. Und das Ziel nicht in den Augen zu verlieren. Gott mit uns. Amen. Amen. Ja, Vater im Himmel, durch deinen Sohn wollen wir zu dir kommen und Dank sagen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass wir wissen, was war, was momentan abgeht und was auf uns zukommt. Herr, du weißt, was wir gerade gesungen haben. Wir wollen zu dir, Herr. Wir wollen das Ziel nicht verpassen. Wir wollen auf dich schauen, der Garant und der alles vorgelebt hat. Du hast keine Frage offen gelassen. Herr, so sei du uns Sünder gnädig. Du weißt, was wir alles tragen. Du weißt, was alles passiert ist.
Herr, so rüste uns zu, führe es und lenke es, dass dein Name verherrlicht wird, dass du wiederkommen kannst. Danke, Herr, für diese Gnade, das Vorrecht, dir nachzufolgen. So lassen wir nur das vonstatten gehen, Herr, was du für uns vorgesehen hast, auch die kommenden Stunden und Tage. Führe uns zusammen, leite es und führe es. Ob es die Gemeinde hier ist, ob es jemand hier ist, der heute sich entschieden hat für dich, dann ist es deiner Ehre geschehen. Danke, Herr, dass du uns segnest. Danke, dass wir uns noch frei versammeln dürfen. Lass uns die Gelegenheit doch am Schopfe packen, dass wir erkennen, um was es geht. Und alles, was wir tun, was wir sind und haben, zu deiner Ehre soll es geschehen. Jeden Tag, jede Stunde, jede Minute aufs Neue. Sei du bei uns, wie du es verheißen hast, bis wir uns wiedersehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wie ich mit Mose gewesen bin, werde ich mit dir sein. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig. Nur sei recht stark und mutig, dass du darauf achtest, nach dem ganzen Gesetz zu handeln, das mein Knecht Mose dir geboten hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du überall Erfolg hast, wo immer du gehst. Amen.